Hallo und herzlich willkommen zu Alien Isolation mit Maru. Vielen Dank an Sega und GameStar für die Version. Royal Alliance. Und ja, das ist ein Alien-Spiel. Und ich mag Aliens ja so sehr. Deswegen werden wir jetzt ein Aliens-Horrorspiel spielen. Weil ich auch Horrorspiele so sehr mag. Das wird ein Spaß. Juhu. Okay, das Spiel spielt also angeblich zwischen dem ersten und zweiten Film. Spielt also nach dem ersten Film direkt von den Aliens-Filmen, also von 79, im Militärere. Aber etwas älter. Wir spielen die Tochter von Ripley, wenn ich mich richtig erinnere, das gelesen zu haben. Und es ist mir so eine Art Alien-Stealth-Spiel. Und ja, dann gucken wir doch mal, ob ich mich erschrecke oder ob es gar nicht so schlimm ist, wie gesagt. Schwer ist empfohlen, deswegen spielen wir es auf schwer. So, nee. Diga. Nicht sichtbar, gerade sichtbar. Ja, es ist für eine Aufnahme immer wichtig, dass es ein bisschen heller ist. Wir spielen mit Tastatur, weil ich finde das immer noch angenehmer. Wer vielleicht auch noch umwechseln, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe auch meine Kamera synchron zum Bild, das weiß ich auch nicht. Ein bisschen dunkel, oder? Ja gut, konzentrieren wir uns auf das Spiel. Vielleicht wird auch heller, wenn das Bild anfängt. Genau. Sijara präsentiert. Oder Sieger? Ich habe... Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Meine Informationen waren danach richtig. Und dann mal schauen, wo das fiese Alien auf uns warten wird. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt... Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist... Als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht... finden Sie dann endlich Frieden. Okay. Wir wollen also abschließend den Tod unserer Mutter erfahren.
Okay. Öffne die Augen. Okay. Können wir uns umdrehen, bewegen, schauen uns erstmal in der Umgebung um. Weil mir wurde gesagt, das soll extrem teilreich sein, das Spiel. Und ich so ein bisschen diesen Retro-Look, ein bisschen brisselig überall, ne, wie vom ersten Film, beziehungsweise vom zweiten Film. Noch etwas ältere Grafik, noch alte Röhren, riesengroße Knöpfe. Aber was ich besonders cool fand, ich habe jetzt schon mal gespielt hier. Erzähl's drucken. Die Schlappen. Nehmen wir Schlappen rum. Und vor allem, die kann man sogar noch verschieben in unserem Fuß. Ja. Also, solche kleinen Details, die machen so viel aus. Hier einen. Oh, der Lümmel trinkt das Wasser. Ne. Hier ist eine Zoom-Figur. Hier. Ein Buch. Frank Herman. War in Totality. Ah, diese kleinen Details. So geil. Wenden wir es mal an. Ah, Replay. Erkunden Sie die Torrents. Alles klar. Schön, dass ihr ein kleines Hammermann das hört. Hier wird da ein bisschen gebaut, aber ich habe keine andere Zeit, das aufzunehmen. Ziehen Sie sich an. Na gut. Muss das sein? Ja. Nicht richtig? Nein. Egal. Ich glaube, Duschen ist auch wichtig. Ich glaube, das Hämmern hört auch bald auf, weil es nervt. Tut mir ja leid, aber es ist natürlich immer dann, wenn ich aufnehmen muss, da muss einer hämmern. Oh, dieses altmodische Flair. Schon besser. Okay. Hier draußen sind anscheinend 5 Leute. Valerian, Connor, Samuel, Taylor und wir. Aha. Aha, wer schläft hier? Warum ist er im Tittenmagazin? An den Maskierungspunkten können sie speichern. Sie werden vor Feinden der Nähe gewarnt. Okay. Was ist der Maskierungspunkt? Ah, hier. Knapp verpasst. Verleihen. Suchen Sie nach einem Navigationsoffizier. Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen, seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihn alle Kunden weggeschnappt. Die kleinen Firmen kommen immer schwerer Verträge und ich überlege selber aufzuhören, wenn ich etwas verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zu Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Weiland Unitani ordentlich. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann. Dann was. Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind, Blaine. Kann ich blättern? Okay. Nee, cool. Na, sollte vielleicht doch mit Controller spielen, wenn das eine Steuerung ist. Aber hier ist auch irgendwo ein Speicherpunkt. Hier in der Ecke. Ach, hier. Oh. Ja, ist nein. Nein, ist links. Ja. Alles klar. Vielen Dank. Okay, wo sind wir jetzt hin? In die Talentstation. Mit den Leuten reden. Also ich will, glaube ich, die anderen Texte werde ich stehen lassen für den geneigten Leser. Aber um den Spielfluss nicht zu unterbrechen, werde ich sie nicht vorlesen. Kann ja jeder dann selber entscheiden, ob es lesen möchte. Oh. Keep close at all times. Ist ein bisschen größer als die anderen, oder? Hier auf. Geht ich richtig? Ja. Ah, da ist er ja. Hey. Ripley. Samuel, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo.
Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Na gut. Ich habe jetzt mal angeguckt, ob das der Androide ist, weil der scheint ein Androidenfritz zu sein. So, komme ich hier lang dahin, wo ich hin möchte? Ja. Ja, ich komme einmal rund. D05. Kleines Tablet. Peace. Hi. Na, wie Taylor, geht's? Guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland-Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Mhm. Moment, Taylor. Aber vorher... Anstellen zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Bieten Sie sich für einen Anflug noch zur Brücke. Später. An Taylor. Nostromo-Vorfall. Passiert ist der Torres. Und mit dann? Ah ja. Gut. Dallas, Captain, Ash, wissen wir Offizier, Kane oder Kane, erster Offizier, Ripley, dritter Offizier, Lambert, Parker, Brett. Okay. Nicht Escape. Cool. Alles klar, hier können wir irgendwas suchen hier. Also wenn ich nicht die, das Gesicht angeguckt habe, aber... ja, alles mit dem. Warum ich hier nicht ins Gesicht geguckt habe, aber ihre Lippen waren eh nicht synchron, weil sie auf englische Sprache geeicht sind. Da muss man... Oh, eine Hippotasse. Mal Malte, bist dabei. Jo. Die Spielkonsole. Wo ist die Brücke? Falsche Richtung. Alles klar, falsche Richtung. Na gut. Wir werden überall Aliens lauern. Bald. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Corner, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Ja, schön. Also mein Dokument einsammeln steht da. Wo sind sie? Wo sind sie? Wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen.
Handelsschiff Torrance aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Gott, jetzt sind wir allein. Gewalt gegen Menschen widerspricht das Primärprogramm der Syntheten. Ich weiß auch nicht, dass sie nicht dazu in der Lage sind. Okay, hier sind ja Androiden, sondern Syntheten. Mhm. Ah, jetzt sind wir hier allein. Und wir alle wissen, dass er ihn ausgebrochen ist, oder? Okay, haben wir erstmal ausgezogen hier. Der gelbe Anzug merken. Hier haben wir gepackt. Okay. Einer fehlt. Ob das wichtig werden könnte. Wir werden vor Feinden in der Nähe warnen. Okay. Bin mir sicher. Gut. Schrott. Ob ich kämpfen kann später? Das wäre sehr nützlich. Aber wir können gegen Aiden nicht kämpfen, unbewaffnet. Wir sind ja keine. Dafür sind nur Replay. Und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstation.
ist hier passiert? Ein HP ist immer noch. Oh Gott, ich hab eine HP-Anzeige. Im Arbeitsloch. Oh Gott. Bleib hier an. Ist natürlich das Beste, in den Lüftungsschächten rumzukrauchen. Sevastolink. Ordner fehlerhaft. Also Jungs und Mädels, Sie haben schon Gerüchte über das zugehört. Ist halt auf Sache, werden stillgelegt. Das ist Wichtiges dabei. Ah. Da kann man nicht rein, okay. Kein Lock oder sowas, was passiert ist. Okay, hier ist auch nichts im Versteck. Kartenmäßig kommen wir. Baseflag-Kontrolle. Kommen wir durch? Nein. Das wird helfen. Q halten, das Inventar und dann die Fackel auswählen. App zum Aktivieren. Okay. Brauchen wir durch. Ich hält die lange. So, vielleicht kann sie nicht zu lange gehält, deswegen. Bewegen wir uns mal ein bisschen schneller von A nach B. Blendmittel. Ein alter Kunden scheint uns wichtig zu sein. Nee, es hält ja auch schon lange. Someone new. You always know working Joe. Ah, es hat keine bösen Graffitis. Wir haben hier diesen Alien Graffitis. You moving. Wesen schon hell. Was soll hier schon passieren? Okay. Ethanol. Kann ich schaden. Mach die Musik mal aus. Eine Sprengkapsel. Hallo? Ist da wer? Jemand hier? Okay, ist einiges stimuliert.
Gotten. Okay. Come on. Geht's an? Mal, das ist Terminal rein. Okay, privat. Landlady hat die Sachen suchen. Ich habe sie woanders hingebracht. Der Code ist 0340. Okay, 0340 können wir uns merken. Können wir nicht. Egal. Audio. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Waits, Ende. Okay. Super. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Okay. Karte. Abflug. Wird das da noch? Okay. Okay, ist sicher. Keine Feinde in der Nähe. Oh, einen kurzen Blick. Okay. Hier rechts in der Ecke war irgendwas. Moment. Mehr raus hier? Wer hat gerufen? Schnell raus hier. Nicht geschockt werden. Okay. Medikit. Um ein Medikit zu bauen, benötige ich hier klicken, um zu basteln. Yay. Hab ich nicht, okay. Ah, okay. Besser. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich werde mit Controller spielen, aber würde ich sagen. In der nächsten Aufnahmesession. Okay, über Graffiti hier. Rup Sevastopol. Xing Sang. Karadat. Da gucken wir ja in der Ecke erstmal. Hingucken, alles mitnehmen. Das ist, glaube ich, das Sicherste, was wir machen können. Weil wir brauchen mehr Zeit, bevor uns das Alien findet. Ionenschneider benötigt. Alles klar. Also ein Ionenschneider. Boah, ich will das Alien nicht finden. Das frisst mich und dann bin ich... Na gut, dann starte ich neu. Dann frisst mich nochmal. Nicht dunkel.
Weil ich kann nicht im Dunkeln gucken. Das Vieh schon. Leuchtfackel. Pongstick. Okay. An ist es. Kein Signal. Aber bevor wir uns das Alien dann wahrscheinlich aus der Nähe mal betrachten, würde ich sagen, wir machen mal einen kurzen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.